Yo, Leute, und herzlich willkommen zur vierten Woche der Ironman Challenge. Es ist wieder Analysezeit und es hat sich einiges getan in der Ironman Challenge, aber eher zum Negativen hin, was mich etwas enttäuscht. Aber ich hoffe, wir bessern uns, denn sonst stehen wir bald ohne Leute da. Es geht hier um die Gilde, ja. Ihr seht, es ist schon sehr leer geworden, wir sind nur noch 17 Mitglieder. Abzüglich den drei Schiedsrichtern und mir sind wir noch zu 13 von damals 20. Ich habe die Inaktiven gekickt, damit es übersichtlicher bleibt. Die waren eh nicht mehr online und das hat keinen Sinn mehr, die da drin zu lassen. Die sind eh disqualifiziert. Und ich mache jetzt einmal Schnips. Boah, das war schlecht geschnipst, oder? Egal. Einmal schnipsen reicht und dann macht's plöpp und dann ist die Tabelle da. Und dann sehen wir uns die Fortschritte an. Es ist nicht mehr viel und deswegen geht es auch relativ viel schneller. Und es gibt auch nicht mehr so viel zu sagen. Aber Povo hat seinen Top-Titel wieder. Er ist wieder Rang 1, der Wochen 1, Wochen 1, Rang 1 ist wieder da. Oder war er das? Ich erinnere mich gerade schlecht. Ich glaube nicht, dass ich mich da irre. Zumindest einer der Favoriten ist wieder auf Rang 1 mit einem Level Vorsprung. Sagen wir einen halben Level Vorsprung hat er. Vor Ironman Buffen mit einem Plus 4. Der Ironman Buffen hat ein Plus 5 hingelegt und konnte ja sich jetzt mit einem halben Level an den Povo dran heften. Und jetzt kommt eigentlich das Schockierende. Der letztwöchige Rang 1, Tsumi, hat einen Plus 2 hingelegt. Das heißt, der hat diese Woche wohl nicht so aktiv Alu gespielt. Und ich glaube, wenn man das Plus von den anderen vergleicht, könnte der hier seinen Vorsprung vielleicht ausbauen und hätte hier was reißen können. Aber ich glaube, die Lust auf die Ironman Challenge ist ein bisschen vergangen. Dazu werde ich noch was sagen. Ich hoffe, nächstes Jahr wird die Ironman Challenge größer und damit auch mehr Teilnehmer, die auch aktiv spielen wollen. Ich werde diese Challenge nicht verkürzen oder sonst irgendwas. Vielleicht, wenn alle abbrechen, wird es keinen Gewinner geben oder nur einen Gewinner, der bis zum Ende durchhält oder sonst was. Ich werde diese Challenge nicht abbrechen. Es ist extra so lang, weil es hart ist und es ist typisch bei Ironman Challenges, egal in welchem Spiel, dass da niemand, nur der wenigste Teil davon durchhält und deswegen, ich werde da kein Zack krümmen. Ich werde hier weiter mein Ding durchziehen. X-Sigma ist der nächste mit Level 34, hat ein Plus 5 gemacht und ich will euch jetzt gar nicht so lange drauf viel nicht verraten, sondern ich sag's euch jetzt direkt, DxSigma kriegt den MVP, denn der war die letzten Wochen immer im gelben Bereich und ist zum ersten Mal im dunkelgrünen Bereich, das heißt, der hat nochmal richtig Bock und vielleicht wird er ein paar Wochen doch mit in den Favoriten sitzen, wenn der Tsumi zum Beispiel weiter macht, nicht mehr zu machen, ja. Napoleone, ein ständiger Durchschnittsspieler, ist gut in Gedichte schreiben, vielleicht hat er es dieses Mal wieder gemacht, hat ein Plus 3 hingelegt und gehört da auch mit Bauer und Sonic zusammen zum gelben Feld, den Plus 3ern. Ja, die sind generell alle immer so diese Durchschnittsspieler, außer Tonic. Tonic war ja eigentlich zu Anfang immer hier der hat ja einen MVP geholt für sein Tempo, was er da hochgeholt hat. Und jetzt aktuell ein bisschen langsamer, aber wie gesagt, es geht hier ums Durchhalten. Es sind ja nur noch 2 Monate, zwinker, zwinker. Mal gucken, wie lange ihr das noch durchhaltet. Sandjab, den habe ich gerade auf W7 gesittet. Ich hoffe, er hat hier seine Alu gemacht. Hat ein Plus 2 hingelegt, Level 31. Und eigentlich kommen jetzt so gut wie nur noch Plus 2, Ironbrot Plus 2. Baguette gab Plus 2, war aber 2 Tage nicht online, das heißt, er hätte auch ein Plus 3 machen können oder sogar Plus 4. Ja, schade. Dark Paradise, fast Level 30 geworden, hätte auch fast Plus 3 geschafft. Vielleicht hat er ja noch ein bisschen Alu, ich weiß es ja nicht, aber ich mache es jetzt um 23 Uhr, ich will es nicht so spät machen. Und dann kommen wir zum Rapido, der macht ein Plus 0, war aber online. Deswegen kann ich ihn nicht disqualifizieren, er befindet sich da gerade in so einer Grauzone. Er bleibt für die 10 Euro PaySafe-Kartenverlosung noch da, weil er sich zumindest die Mühe macht, sich täglich einzuloggen. Aber ich weiß nicht, ob ich das vielleicht nicht ändere, dass man vielleicht doch noch ein bisschen Fortschritt machen muss. Dass wir vielleicht nicht vom Rapido erwarten, dass er in 2 Wochen da nicht nochmal
nochmal ein Level zulegt, das erwarte ich dann doch lieber. Wenn man schon was gewinnen will, dann sollte man das auch nicht so einfach kriegen. Und dann Zange 99, auch einer, der schon immer langsam ist. Seit 2 Tagen nicht online, hat ein plus 2 hingelegt und ja, ihr seht, das Feld lichtet sich und die Challenge ist, irgendwie ist die Luft ein bisschen raus und das finde ich ein bisschen schade. So viel Hype habe ich drum gemacht und so viel Arbeit reingesteckt und dann hauen die Leute halt früh ab. Aber selbst die Mitspieler hier sind sehr enttäuscht davon und ich hoffe, die nächste Ironman Challenge wird größer und besser. Vielleicht kann ein größerer Preispool die Leute locken. Mal schauen. Wie gesagt, Spieler-MVP diese Woche ist der X-Sigma für seinen, ja, plus 5. Von der ganzen gelben Zeit dann erstmal ein plus 5. Das ist schon ganz gut. Und wir kommen zu den Charakterbeschreibungen MVPs. Mal gucken. Wir fangen wie immer beim Clan Kogi an. Der hat nichts Neues. Kann man nichts zu sagen. Ich denke mal, der Deltex hat auch nichts Neues. Der ist ganz stolzer Schiedsrichter der Ironman Challenge. Dafür könnte man ihm eigentlich auch einen MVP geben. Und Janas Welt. Oh. Beliebt ist bei der Männerwelt ein schöner Busen, der gefällt. Der unsere Frauen so herrlich ziert, uns immer wieder neu verführt. Deren Reizen wir erlegen, wenn wir sie zu fassen kriegen. Das ist leider wahr. Wahre Worte, Jana. Schöne Worte zumindest. Nicht lustig, aber schön. Mal gucken, ob es reicht. Povo. Ausgerutscht, jetzt gehört das schon auf. So, die Schiedsrichter wurden gut gewählt. Ein 13-Jähriger, einer von dem ich bis jetzt nichts gemerkt habe und nur einer, der mit Darius alles stemmt. GG. Nee, der klingt, also das ist eine starke, also hier, doofe Annahme. Der Clan Kogi hat ja auch was gemacht. Der Deltex, von dem habe ich nichts gehört, aber es geht ja eigentlich nur um das Aufpassen. Aber das Chinas Welt 13 ist, ist richtig. Aber das wusste ich vorher. Ja, das wusste ich ja vorher. Der hat sich ja beworben. Aber das macht mir ja nichts aus. Man kann ja auch jüngeren Leuten eine Chance geben. Ironman Buffen. Die Jungfernhaut ist die Haut, die abhaut, wenn die Vorhaut zuhaut. Ja. Läuft einfach nicht mehr bei mir, schreibt er zu mir. Ui, der scheint wohl auch nicht mehr so viel Spaß zu haben. Na, wollen wir mal sehen, ne? Also, selbst in der Charakterbeschreibung seht ihr, da ist auch irgendwie die Luft raus. Ich hoffe auf Napoleone. Napoleone, vielleicht rettest du uns ja. Wenn nicht, gewinnt der Janas Welt. X-Sigma, was ist der Unterschied zwischen Akne und einem Pfarrer? Akne wartet, bis du 14 bist, bevor sie auf dein Gesicht kommt. Oh, den finde ich gut. Den finde ich gut. Napoleone. Ich fühlte ungeahnte Kraft, da spritzte schon der weiße Saft. Ich schwebte wie auf rosa Wolken, zum ersten Mal eine Kuh gemolken. Napoleon hat's drauf, ey. Also, die liebe ich. Ironman 2016 plus Glücksrad. Nein, Ironman Challenge 2016 wird ohne Glücksrad passieren. Das ist auch eine Regeländerung, die ich durchsetzen werde. Bau 145, Unnachtsglücksrad. Ach ja, der regt sich immer noch auf hier. Der Bauer, der ist immer noch sauer. Soll er sich aufregen? Willst du dich an der Spitze sehen? Don't skip Black Day. Okay, 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 okay. Tonic hat auch nichts Neues. Mein Humor ist so schwarz. Ich weiß nicht. Bitte keine Links, Sanjeb. Ich weiß nicht, ob ich das öffnen kann im Video. Das versaut jetzt vielleicht ein bisschen den Charakterbeschreibungs-Ding. Charakterbeschreibungs-MVP. Aber ich weiß nicht, ob ich das im Video öffnen kann. Das tut mir leid. Das tut mir leid. Altes Brot ist nicht hart, kein Brot, das ist hart. Ach, Leute, Leute. Rosen sind braun. Veilchen sind braun. Meine Schubkarre ist braun. Warte, wer hat in meinen Karten geschissen? Wow, ist das flach. Rapido. Ach so. Der hat das auch noch nicht verändert. Und Zange hat hier Server 1 Kundschafter 211, 100 Alu. Server 2 Kundschafter 304, 300 Alu. Server 16 Krieger 302, 300 Alu. Ne, 100 bis 300 Alu. Server 9 S 259er, 300 Alu. Server 37, 201er Magier,
300 Alu. Wow, so viele 300 Alu-Chars. Und dann noch hier die Challenge. Da kann ich verstehen, dass du einer der langsamen Sorte bist. Aber du hast immer noch. Also, ich weiß ja nicht, wie lange du schon spielst, aber du hast den Timi Hendrix auch noch nicht eingeholt, ne? Auf Server 36. Tja. Wem geben wir denn den MVP? Ich werde auf jeden Fall schon mal. Wer ist denn das hier? X Sigma auch den Charakterbeschreibungs-MVP geben. Der kriegt die Doppelt-MVP. Und, also den fand ich gut. Und Napoleone. Den fand ich eigentlich auch gut. Das ist jetzt doof, ne? Aber ich bin ja Challenge-Meister. Und deswegen sage ich jetzt einfach mal ganz locker, dass sowohl Napoleone als auch der X Sigma den Charakterbeschreibungs-MVP bekommen. X Sigma will wahrscheinlich die nochmal richtig durchstarten und allen nochmal zeigen. Und ich darf es nicht vergessen, dieses Wochenende ist Erfahrungsevent. Und das heißt, da wird dann ordentlich nochmal gerissen von den meisten Leuten. Ich hoffe, da haben sich einige Pilze angespart. Und dann werden wir dann nächste Woche sehen, wer dann mal ordentlich gelevelt hat. Ich denke mal, der X Sigma können wir uns auf unsere Liste schreiben, dass der nächste Woche mal ordentlich vorbeischaut. Und ich hoffe, dass ihr nächste Woche nochmal vorbeischaut bei der Ironman Challenge, auch wenn sie jetzt etwas kleiner geworden ist. Es ist immer noch ein interessantes Projekt und wir werden sie nächstes Jahr auf jeden Fall wiedersehen. Und ich hoffe, wir sehen uns das nächste Mal wieder bei einem W7-Video, beim Server und Lubsch, bei irgendeinem Video von mir, dem Sazakulot. Wir sehen uns. Bis dann, Leute. Ciao.